Okay, ich... Sagen wir, der Gast erscheint, aber er ist sehr, er ist nicht nur im Allgemeinen wütend, sondern er ist jetzt sehr speziell wütend auf dich, weil du ihn in seinen Dienst zwingst. Ja, das ist okay. Dazu sei noch etwas gesagt. Wenn ihr eine Konsequenz erleidet, könnt ihr dieser Konsequenz immer widerstehen, wenn ihr dies möchtet. Dies kostet euch Stress, aber die Konsequenz tritt dann nicht ein. Nee, momentan nicht. Das ist in Ordnung. Ich wollte noch darauf hingewiesen haben. Ich werde auch noch einmal darauf hinweisen. Gut. Dann malst behelfsmäßig vielleicht einen... Wie machst du das? Wie rufst du den Geist? Ja, ich ritze mir etwas in den einen Zeigefinger, male damit auf meine linke Hand einen Kreis, füge dort eine Rune ein, ziehe dann einen Kreis an der Hauswand, lege die rechte Hand auf die Hauswand drauf und konzentriere mich auf das Geisterfeld und ziehe den Geist dann aus diesem Blutkreis, den ich auf die Hauswand gemalt habe, raus und binde ihn mit der zweiten Hand, auf die ich die Rune gemalt habe. So passend. Du ziehst den Geist aus der Wand heraus, aus dem Geisterfeld in die echte Welt. Und so steht ihr euch gegenüber, Auge in Auge, die blutrote, leicht durchschimmernde Gestalt. Die Temperatur in diesem Innenhof scheint um mindestens 5 Grad gesunken zu sein. Aber auch du als Whisper bist gegen den Effekt, den Geister auf die Sterblichen haben, nicht unbedingt gefreit. Und so ein Geist ist ein schrecklicher Anblick und dann noch viel schrecklicheres Gefühl. Du hast die Wahl aus den folgenden 3 Dingen. Du kannst entweder in Schockstarre verfallen. Ich bin nicht terrified by a ghost you summon or compile. Ah, danke. Okay, ich sehe es gerade. You're not supernaturally terrified. Okay, in diesem Fall hast du... Du weißt nicht, ob du dich selbst oder den Geist im Griff hast, aber abgesehen von, wie gesagt, der sinkenden Temperatur und einem kalten Schauer auf deinem Rücken, bist du handlungsfähig. Geist, höre meinen Befehl. Du wirst dich unbemerkt in den oberen Stock des Albenal begeben und dort herausfinden, wie viele Leute dort vorhanden sind und wie die Zimmer aufgeteilt sind. Du wirst zu mir zurückkehren und mir dies mitteilen. Der Geist will. Entschuldigung. Der Geist macht einen Satz vorwärts in Richtung der Kneipe und du kannst gerade noch so einen Schritt zur Seite aus dem Weg machen. Dann geht er durch die nächste Hauswand auf der anderen Seite wieder hinaus. Die anderen könnt ihn sehen. Der eine und einsame, kann man sagen, der Schuhputzer, der 2 Häuser weiter seinen Dienst anbietet, sieht ihn definitiv auch und ergreift die Flucht. Dann klingt der Geist einfach durch die Wand in den 3. Stock ein. Es vergeht keine Minute, dann kommt er an derselben Stelle wieder heraus und nimmt genau dieselbe Strecke wieder in den Hinterhof zurück. Was auch immer Anton getan hat, hoffentlich war es erfolgreich. Jedenfalls, Anton, du hast noch nicht die Zeit, dir zu überlegen, wie lange er wohl dafür braucht. Da kommt er zurück. Menschen! Menschen, die nicht ganz bei Sinnen sind. Bestimmt 10 Stück. Na, er sagt nicht bestimmt, er sagt einfach nur 10 Stück. Er kann zählen. Ja. Und die Räume, wie viele Räume sind das? 2, eine Kammer, ein großer Raum und das Treppenhaus. Oh, sehr gut. Dann bist du aus diesem Dienst entlassen. Und ich wische den Kreis weg, den ich auf meine Hand gezeichnet habe. Der Geist wird frei. Du erinnerst dich an den Deal. Natürlich. Und er fixiert dich mit seinen Augen. Und du hast exakt 2 Sekunden, um dir zu überlegen, was du tun musst, bevor er auf dich losgeht. Ich ziehe eine von meinen Geisterflaschen und versuche, ihn darin einzusperren. Gut. Dies ist auf jeden Fall ein Würfelwurf. Aber was denkst du? Geht es eher um die Bedienung der Geisterflasche? Geht es eher darum, wie schnell du sie ziehen kannst? Oder geht es eher darum, wie gut du mit dem Geist selbst umgehen kannst und die Flasche macht ihren Job im Grunde umsonst und du musst nur vorher aufpassen, nicht von ihm erwischt zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es um Fingerfertigkeit geht. Er weiß ja, dass er es ziehen will. Er hat sich ja vorbereitet. Stimmt, ne? Er hat sich vorbereitet. Ich glaube, es geht eher darum, ob die Flasche funktioniert. Aber das ist ein guter Einwurf. Ich gebe dir auf jeden Fall eine kontrollierte Position, weil du dich auf genau diese Eventualität vorbereitet hast. Okay, ja,
ich denke, also wie ich mit dem Geist umgehe und ja, wie ich das ganze Spektrale verstehe, Flasche richtig benutze. Okay. Ich denke, das wäre nochmal Attune. Ich würde gerne was anderes als Attune von dir sehen, aber es erscheint mir das Passendste. Wie wär's mit Study? Kann ich auch würfeln. Wenn die Flasche irgendwie an spezielle Komponente wäre, irgendwie so ein, sagen wir ein Unikat, das speziell angefertigt wäre, würde ich sagen, ja, du kannst erst ein Flashback machen, also kannst sagen, ich habe mir vorher... Also Study a Person, Document or Item und eben auch Apply Knowledge, also dass du das Wissen über die Bedienung dieses Items hast. Okay, also wäre jetzt die Idee, die ich habe. Würde ich sagen, aber das ist ja seine Standardausrüstung. Richtig, die Geisterflasche gehört zu seiner Standardausrüstung. Ich nehme also an, er kann mit solchen Dingen, speziell mit diesen Dingen umgehen und weiß, man sie benimmt. Also denke ich, es ist Attune. Okay. Ich gebe dir eine Attune-Wurf. Es ist eine kontrollierte Position. Ja. Und es ist ein, der Geist ist nicht irgendwie besonders gefeit. Entsprechend würde ich sagen, es ist ein Standardeffekt. Jo. Dann möchtest du einen Deal? Wie würde der aussehen, oder? Kriege ich das erst im Nachhinein? Na gut. Du kriegst einen Würfel zusätzlich, aber der Geist wird auf jeden Fall vorher an deiner Essenz zehren und du wirst auf jeden Fall einen kleineren Schaden davon nehmen. Dem kannst du natürlich wie üblich widerstehen. Ja, komm. Nee, ich gehe nicht auf Nummer sicher, ich möchte mal risky. Okay. Risky spielen. Dann, wie gesagt, das ist trotzdem keine Risky, sondern eine kontrollierte Position und ein Standardeffekt. Schauen wir mal. Ein Bonus da ist. 6, you do it. Punkt. Der Geist macht einen Satz nach vorne, greift mit seinen spektralen Krallen nach dir. Aber du bist natürlich darauf vorbereitet und das Einzige, was er greift, ist den Leiter der Geisterflasche. Die ihn dann auch sehr zügig und sehr konsequent einsaugt. Er schreit noch Rache, als es ihn in die Flasche saugt und du... Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Korken oder so gibt, sondern dass es eher so ein automatisch verschließender Mechanismus ist. Du kannst den Leiter dann wieder von der Flasche abnehmen und hast dann eine kleine, dann wird handgroße Glasfiode, die leicht rötlich pulsiert. No, und nun ist der Geist wieder in der Flasche und jeder sagt, das wäre nicht möglich. Ah. Du solltest ihn nie hinauslassen, wenn du an deinem Leben hängst. Ja, das ist mir bewusst. Ah, diese Idioten. No. Dieser Flaschengeist ist mein ganz persönlicher. No. Ja. Sage ich mehr oder weniger zu mir selbst und gehe dann zu den anderen zurück, um ihnen das Ganze mitzuteilen. Die ganze Sache hat keine 5 Minuten gedauert. Hey Boss, ich glaube, Knarren wären gut, oder? No, es sind immerhin 10 Leute, die dort vor Ort sind. Es wäre sicherlich hilfreich, damit zu arbeiten. Aber ich weise nur darauf hin, damit wir alle auf derselben Seite sind. Du hast den Geist von einem 4-stöckigen Gebäude den 3. Stock abklappern lassen. Also war das dein Wunsch? Ansonsten können wir jetzt auf eine andere Etage retconnen. Nee, ich habe tatsächlich nicht die 3. Etage gesagt, sondern... Zweite? Genau. Dann habe ich es verstanden. Es tut mir leid. Wie gesagt, wir retconnen das einfach. Das ist kein Problem. Dann war seine Information vom Layout her dieselbe, aber er hat nur 6 Personen gesehen. Okay. Er sagt dir auch, dass... Nein, er sagt dir sonst nichts. Okay. Ja, dann teile ich das genauso Asher mit, beziehungsweise Faye und den anderen. Gut, wir springen jetzt an dieser Stelle ein wenig auf die Metaebene, denn Blades in the Dark möchte nicht, dass ihr euch Ewigkeiten mit komplizierten Plänen, die am Ende sowieso an Variablen hängen, die ihr nicht wissen könnt, aufhaltet, sondern, wir machen das jetzt so, ihr formuliert einen Plan, das ist die Herangehensweise, die, wie ihr dieses Hindernis, diesen Raubzug angehen wollt. Die Möglichkeit, ihr könnt die übrigens auch hier oben sehen, wenn ihr mal, ich weiß nicht, ob ich euch zentrieren kann in Roll20, wenn ihr mal oben rechts auf der Karte schaut. Die Möglichkeiten sind entweder Assault, also ein offener Angriff, die sind Stealth, also Tarnung, die sind Social, also soziale Verbindung, die sind Deception, also im Grunde ein Beschiss, die sind Okkult, also, naja, Okkult, und es gibt noch Transport, aber an dieser Stelle ist das noch nicht richtig. Und zu jedem von diesen gibt es dann noch ein Detail, das ihr liefern müsst, also wie genau ihr diesen Plan angeht. Und dann gehen wir einfach rein. Und alles andere könnt ihr hinterher planen.
Das macht das alles sehr viel einfacher. Also ja, Okkult würde ich halt sagen, schließen wir aus, weil wir haben eben schon mit Geistern hantiert. Richtig. Ich will an dieser Stelle noch darauf hinweisen, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt könnt ihr ein Flashback ausrufen. Also ihr könnt sagen, ich hätte gerne ein Flashback und dann erklärt ihr oder dann springen wir in eine Szene, die früher passiert ist, in der ihr halt zum Beispiel für diese Situation geplant habt. Je nachdem, wie kompliziert oder wie unwahrscheinlich dieser Plan ist, kostet euch das dann Stress. Aber da reden wir dann drüber. Okay. Assault, also umbringen, finde ich langweilig, dass wir da einfach reingehen, die über den Haufen ballern, das ist halt irgendwie... Ich bin der Meinung... Außerdem ist das sehr tödlich, also... Ja. Also ich bin der Meinung, Stealth würde ich am interessantesten finden. Social kann natürlich auch klappen, wenn man gut reden kann, aber ich bin eher für die Sneaky-Mission. Ja, also ich finde die beiden auch tatsächlich am interessantesten vom Ansatz her. Gut. Beim Stealth-Plan ist das fehlende Detail, das ihr liefern müsst, euer Einstiegspunkt. Also, wie wollt ihr in das Gebäude reinsteigen? Ja, das hatte ich ja auch schon geteased. Von oben. Dritter Stock. Ja, dann nehmen wir Pools Plan. Mit dem Brett vom Nachbargebäude. Gut, dann lasst mich nur kurz meine Referenzen durchwühlen. Also, ob wir da jetzt wirklich kurz reinsägen, ich glaube, das ist nicht so ein guter Plan, aber vielleicht dann durch den dritten Stock durchgehen und auf der anderen Seite, wo es keine Treppe gibt, dann am Fenster entlanghangeln und dann runter in den zweiten Stock. Gut. In den ersten Stock. Und zwar machen wir jetzt einen sogenannten Engagement Roll. Das wird wieder ein Glückswurf sein gleich, der einfach bestimmt, wie gut euer Einstieg in diesen Plan funktioniert. Und der wird mit mehreren D6 wieder gemacht. Und zwar setzt er sich aus folgendem zusammen. Erstmal bekommt ihr einen Würfel für pures Glück. Dann, ist dieses Unternehmen speziell mutig oder dreist? Ich glaube nicht. Ich fahre davon von reinzuschleichen. Aber wenn ihr von oben reinsingen wollt, vielleicht. Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass es hierfür einen Bonuswürfel gibt. Nee, Assault wäre halt dreist gewesen. Genau. Ist das Ziel anfällig gegen diese Art von Plan? Hineinschleichen? Ich denke, gegen Einbrecher sind sie schon gesichert. Sie haben nicht speziell extreme Maßnahmen gegen Einbrecher getroffen. Aber ich denke nicht, dass sie sonderlich verwundbar dagegen sind. Also gibt es ja auch keinen. Die sind von der Tür aus sind sie abgesichert, aber nicht von der Fensterseite. Ja. Aber. Ich denke, wenn du einen Safe mit jeder Menge Geld drin bewachst, wirst du darauf gefasst sein, dass jemand einbrechen könnte. Und Einbrecher kommen nicht immer nur durch die Tür. Das ist ein Punkt. Also ich ziehe euch nichts ab, aber ich gebe euch auch keine Bonuswürfel. Hat jemand von euch Freunde oder Kontakte, die hier helfen könnten? Aber einen Geist, der jemanden Besitz ergreifen kann, aber das bringt uns gegen der Geist. Weißt du was? Okay, ich gebe euch einen Würfel, weil ihr im Grunde Recon über den Geist betrieben habt. Ja, das heißt, wir wissen schon, wie es aussieht. Wie sieht es denn aus mit, ich habe einen Psy, einen Physiker. Ist das ein Physiker ist ein Arzt. Okay. Ein Straßendoc im Grunde. Ja, okay. Vielleicht ist er ein wirklicher Arzt, vielleicht ist er ein Tierarzt, vielleicht ist er auch einfach nur ein Typ, der gut mit einer Nadel umgehen kann. Also wenn wir verletzt werden, gehen wir zum Tierarzt. Tatsächlich hilft es euch tatsächlich. Wenn er hätte ja sein können, dass es irgendwie ein richtiger Physiker ist, der dann irgendwie ein Schloss knacken kann oder so. Nein. Gut. Ich hab einen Kumpel, der ist Killer, weißt du, der knallt Leute ab und so. Also ich hatte hier einen Locksmith. Oh, den brauchen wir. Okay. Locksmith, genau das. Frank heißt der gute Mann. Hey Faye, du hast doch mal von diesem Cray erzählt. Willst du den ja anrufen? Der kann hilfreich sein, aber ich gebe euch da keinen Bonus fürs Engagement für, weil hierbei geht es nur darum, wie ihr in die Sache reinkommt. Ich denke, das ist vielleicht für das Safe. Aber wollte ich gerade sagen, aber solltet ihr hinterher irgendwie ein Safe in der Hand haben und nicht dadurch kommen, könntet ihr euch sicherlich helfen. Gut, damit sind wir also bei 2 Würfeln. Dann würfel mir doch bitte jemand, der sich berufen fühlt, einfach mal 2W6. Toni ist der Anführer. Ja, komm, Terra, du alte Unglücksfee. Na gut, dann schauen wir doch mal. Das ist eine 6 und eine 2. Nee, eine 5 und eine 1. Sorry, ich war noch im Wurf darüber. Das ist eine 5 und eine 1. Es zählt immer das höchste Ergebnis. 5 ist ein gemischtes Resultat. Ihr seid in einer riskanten Position, wenn die Aktion beginnt. Also wenn die Action beginnt. Das ist ganz einfach. Ihr seid oben auf dem Dach. Wollt hinunter. Ihr könnt an der Fassade hinunterklettern. Ihr könnt euch abseilen. Ihr könnt das Dach abdecken und hineinklettern. Alles möglich. Aber hier oben sitzen 2 Straßenkinder. Ihr habt sie nicht gesehen, sie müssen hinter dem Schornstein versteckt gewesen sein. Ihr seht sie erst, als ihr schon hoch aufs Dach geklettert seid, die euch etwas verwirrt anblicken und der ältere von beiden, vielleicht 12 Jahre alt,
tut einen Schritt nach vorne und so nicht an. Hey, was macht ihr hier? Was tut ihr? Ich ziehe meine feinen Spirit Mask heraus, setze sie auf und mache. Du möchtest die Jungs also erschrecken? Ja. Auch wenn ich es nicht kann. Das wollte ich sagen, das ist ein Wurf auf Command. Ja, reden wir über Teamwork. Okay. Jemand anders kann dir helfen, dann bekommst du einen Würfel. Ich kann ihm Kommando. Ja, aber es geht nur darum, ob du ihm hilfst und wie hilfst du ihm. Du musst dafür nichts würfeln, du musst nur einen Stress nehmen. Mach ich. Okay, dann beschreib, wie du ihm hilfst. Ja, ich guck mal über seine Schulter und mach so mit dem Finger über die Kehle ziehen. Finde ich gut. Finde ich gut. Mehr braucht er das Cutter vermutlich tatsächlich nicht. Du bist ein großer, starker Mann. Das sollte reichen. So, dann. Durch die Hilfe bekommst du, wie gesagt, Tony, einen Würfel zusätzlich. Du kannst dich noch pushen für nachher einen zusätzlichen Würfel, wenn du möchtest. Das kostet mich 2 Stress, oder? Das kostet dich 2 Stress. Das kannst du in deinem Charakterbogen unten sehen. Gut, dann. Dann mache ich das. Wie kann ich den Stress eintragen? Du klickst ihn einfach an. Okay. Dann wird er rot. Du siehst es, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, dann gebe ich mir mal 2 Stress. Wow. 1, 2. Und dann habe ich 2 Würfel für Kommando. Es ist eine. Ich denke, es ist eine riskante Position. Da, Jungs, ihr wisst es noch nicht, aber ihr könnt es euch vermutlich denken, da die beiden Straßenkinder, Dachkinder in diesem Fall, tatsächlich dafür bezahlt wurden, hier oben aufzupassen. Ich gebe dir aber einen großen Effekt, denn die Geistermaske ist sehr fürchterlich. Ja, also du darfst uns an dieser Stelle auch gern beschreiben, wie deine Geistermaske aussieht. Ja, mache ich gleich. Ich klicke erstmal den Effekt natürlich. Great an und Submit. Bonus Dice sind insgesamt 2. Machen wir mal. Okay, erzähl uns erst, wie deine Geistermaske aussieht und dann gehen wir zum Ergebnis. Die Geistermaske ist eine schreckliche Maske, schwarze Augen, weiße, Holzmaserung, es sind Perlen daran befestigt und mehrere Hörner bilden sich als Kranz um die Maske. In der Mitte ist die Maske ein Stückchen eingeschlagen, als hätte man das Holz beschädigt und es wachsen 2 kleine Tentakel daraus. Und im Mondlicht wirkt sie noch um einiges schrecklicher. Die beiden Jungen erschrecken sich, haben vielleicht Angst, verflucht zu werden und ergreifen die Flucht. Der Ältere packt den Jüngeren, der vielleicht mal 8 Jahre alt und entsprechend schmächtig ist, bei den Schultern, wirft ihn vor euch hin, dreht sich um und rennt von dann, springt auf das nächste Dach. Der Jüngere, er dreht sich um, bis er auf seinem Hintern sitzt, kriecht erstmal rückwärts von euch, bis er glaubt, genug Distanz zwischen euch und sich gebracht zu haben, um nicht gepackt zu werden, und springt dann in einer anderen Richtung ebenso vom Dach hinab. Würfeln wir mal einen W6. Klar. Gut. Er springt auf der gegenüberliegenden Seite auf eine Feuerleiter, auf eine Außentreppe jedenfalls. Und von dort aus direkt hinab. Ihr könnt ihn von unten kurz aufschreien oder aufjaulen hören. Er scheint sich irgendwas angeknackst zu haben. Und seht ihn dann, wenn einer von euch sich vom Dach lehnt, aus einer Seitengasse möglichst schnell und immer wieder über seinen Rücken blickend davon humpeln. Dieses spezielle Problem scheint erledigt zu sein. Na, jetzt wissen wir wenigstens, warum hier oben ein Brett lag. Gut gemacht, Boss. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht so hingekriegt. Ich meine, die Maske ist fürchterlich, aber... Ich bin noch schlimmer, oder? Ja, exakt. Da hast du recht. Ich habe auch Angst vor dir, Asher. Naja. Deswegen hast du keine Freunde. Das ist gemein von dir zu sagen, aber du hast recht. Asher, das ist nicht richtig. Wir sind eine Bande, eine Gemeinschaft. Wir sind alle Freunde in gewisser Maßen. Echt, Boss? Aber sicher doch. Hey, Asher, glaub Toni nicht, er hat auch Angst vor dir. Nur ich habe doch keine Angst vor Escher. Wer keine Angst vor Geistern hat, hat Angst vor gar nichts. Das ist nicht richtig. Gehen wir lieber rein, jetzt sind sie weg. No, dann auf nach euch. Okay, Boss. Gibt es Dachfenster oder so? Oder erstmal nur Ziegel?
Ich denke, es gibt eine Stelle, an der die Ziegeln bereits abgetragen wurden und an der man sogar keine Leiter, aber einen kleinen Schemel dran gestellt hat, um aufs Dach zu kommen. Ein echtes Dachfenster wird es nicht geben, aber dies scheint so, naja, der Ein- und Ausgang zum Dach zu sein. Jake, du mach hin, ey, du bist so langsam. Ja, mein Knie, du weißt doch, dass mein Knie nicht so gut ist. Ja, ich, Boss, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir vor? Gehen wir ein bisschen schleichen vor oder schicken wir Escher rein, dass er sie alle vermöbelt? Oh, ich würde gerne Escher den Vortritt lassen, aber wir müssen das nun machen. Wir müssen uns umgeben mit den Schatten und der Mystik und wir sollten nicht gesehen werden, das wäre schon gut. Wenn der erste von euch hineinblickt, stellt ihr vor allem erstmal fest, dass die vierte Etage komplett leer und tot ist. Da ist ja gar keiner drinne. No, die kommen schon noch alle, wenn sie unten sind. Gut, ich muss mich an dieser Stelle nochmal auf die Metaebene reißen, denn ich habe es vergessen und es tut mir leid. Ihr seid jetzt in einem Raubzug. Was ihr vorher hättet tun sollen, ist festzulegen, wie schwer ihr beladen seid oder wie schwer ihr ausgerüstet seid. Wenn ihr mal nach dem Charakterbogen schaut, habt ihr oben unter dem Namen eures Playbooks eine kleine Zeile, die heißt Load. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr leicht, normal oder schwer beladen ist. Leicht ist, ihr seht im Grunde aus wie normale Leute. Ihr habt ein paar kleine Spielereien irgendwo in Taschen, in Ärmeln, sonst wo versteckt. Das fällt keinem auf. Mittel ist durchaus auffällig, kann aber noch mit der richtigen Kleidung oder unter den richtigen Umständen verborgen werden. Und schwer bedeutet, dass ihr definitiv wie jemand aussieht, der auf Ärger aus ist. Wir sind ja nicht mehr extra zurückgegangen oder so, um uns vorzubereiten. Und vorher haben wir mit normalen Leuten interagiert. Kann das dann noch eine 5 sein? Ihr hättet noch zurückgehen können, ja. An dieser Stelle sei auch die Ausrüstung nochmal erklärt. Die Ausrüstung, die in eurer Liste steht, befindet sich prinzipiell in eurem Besitz. Was genau ihr dabei habt, müsst ihr erst ansagen, wenn ihr es wirklich benutzt. Und dann, ihr seht die Kästchen. Jedes Kästchen kostet euch einen Load. Außer der spezielle Gegenstand ist kursiv geschrieben, dann kostet er nichts. Also zum Beispiel, Tony hat bereits angesagt, er hat seine Geisterflasche benutzt. Die würde er erst anhaken. Mhm. Erstmal für ihn. Und hätte damit im Grunde einen Load schon raus. Ist das Prinzip allen klar? Ja. Gut. Dann müsst ihr das vorher vor dem Engagement Roll machen müssen. Das tut mir leid, ich habe es vergessen. Aber nur festlegen, wie schwer ihr beladen seid. Ne, ich habe die Maske ja auch schon benutzt. Die Maske wiegt aber nichts. Okay. Und was ist der Fine Lightning Hook? Ist das ein... Das ist im Grunde eine Art Elektroschlagstock. Der kann Leute betäuben oder Geister zumindest verscheuchen. Cool. Dann wie gesagt, du musst dich jetzt nicht entscheiden, dass du ihn dabei hast. Das kannst du machen, wenn du ihn brauchst. Und erst dann kostet er dich die entsprechende Load. Gut, aber die Maske habe ich ja benutzt, deshalb hake ich sie jetzt schon mal an. Genau. Dann habe ich mich für das Einbruchswerkzeug, das Burglary-Gear und wie gesagt, das müsst ihr, entschieden. Das müsst ihr jetzt nicht entscheiden. Mhm. Es geht nur darum, wie schwer ihr beladen seid, also wie viel ihr maximal tragen könnt. Ja, leider. Was genau ihr dabei habt, entscheidet ihr, wenn ihr es braucht. Nur Light, würde ich sagen. Also ich sehe keinen Grund, dass wir... Ja, nee, ich werde auch Light gehen. Ich bin immer schwer unterwegs. Immer so böse gefallen. Okay. Ich weiß nicht, was ist denn der Unterschied, wie wir beladen sind? Also im Grunde, es ist, wie auffällig ihr seid, vielleicht auch, wenn ihr schnell laufen müsst oder wenn ihr sonst welche akrobatischen Kunstwerke vollbringen wollt, wie schwer ihr da beladen seid. Okay, alles klar. Gut, ja, ich gehe auch mit Light da rein. Okay. Ihr seht also aus wie ja, ganz normale Leute. Bis auf Escher, der schon mal euren ganzen Shit tragen darf. Irgendjemand muss ja die Beute nehmen dann später. Ja, richtig. Zum Beispiel. Schon gut, Boss, ich schaff das. Ja, du bist ein großer, starker Mann. Wer, wenn nicht du? So, man verzeiht mir den ungewöhnlichen Sprung auf die Metaebene. Gehen wir wieder zurück. Ihr lasst euch gerade alle in die Dachkammer des vierten Geschosses herein. Es ist ein großer Raum, eine Wohnung für, naja, in ärmlichen Verhältnissen bestimmt 10 Leute. Sie ist allerdings leer. Einige Betten stehen an einer Wand, eine Kommode an der anderen. Die Tür zur Abstellkammer, Küche ist es wohl, steht offen. Die Fenster sind mit Wachspapier bedeckt. Niemand hier. Wir sind im vierten Stock, ja? Genau. Ja.
Und die Treppe, die wir hochgegangen sind, vorher zu der Tür, die ging in den ersten Stock. Exakt. Und die Gebäude sind baugleich? Also, ob ich jetzt im vierten oder im zweiten bin, ist egal. Dann schauen wir uns hier schon mal um. Aber vergiss nicht, wir müssen auf unsere Geräusche achten. Also, nichts Unüberlegtes tun. Naja, aber die Leute sitzen ja zwei unter uns, nicht einer unter uns. Hat dein Geist sich überall umgeguckt? Er hat sich selbstverständlich noch in dem Teil umgeguckt, den ich ihn angewiesen habe, also im zweiten Stock. Das macht ja auch Sinn. Na gut, dann rechnet mal lieber damit, dass auf den anderen Stockwerken auch noch Leute sein könnten. Ihr könnt, wenn ihr leicht horcht, von unter euch Musik hören. Mehrere Saiteninstrumente, die dort gespielt werden, auf jeden Fall. Hey Boss, hast du Party unten? Oh, ja, ist auch. Jemand eine Idee, wie wir das Ganze umgehen können? Hat dein Geist dir gesagt, wo das Geld ist? Hat er mir gesagt, wo das Geld ist? Daru? Nein. Ich habe ihm den Auftrag gegeben, auszukundschaften, wie die Räume aufgebaut sind und viele Leute dort sind. Nach dem Geld habe ich nicht explizit gefragt. Oh, verdammt. Dann müssen wir das wohl selbst rausfinden. Also, sie werden ja nicht um den Tresor herum Party machen, oder? Also, ich würde zumindest ein paar nüchterne Wachen abstellen, die sich vor den Tresor stellen. Vielleicht ist das auch mit einem Bild versteckt oder so. Vielleicht wissen die Leute ja auch gar nicht, wo der Tresor ist. Keine Ahnung. Vor allem ist unter euch erstmal der dritte Stock. Sollten wir erst einmal den vierten Stock durchsuchen. Ich mach schon mal mein Seil fest, ja? Was es hier oben zu sehen gibt, habe ich euch bereits gesagt. Ja, ich würde auf alle Fälle dann ans Fenster treten. Was hattest du gesagt, was das für ein Papier war? Ölpapier oder Wachspapier. Ölpapier, ja. Würde ich dann abstreifen, aushaken und dann irgendwo zusammenfalten, neben das Fenster stellen und dann mal mein Climbing-Gear hervorholen und das Seil bereit machen zum Abseilen. Kein Problem. Hake es dir an und dein Seil kannst du hier am Fensterrahmen oder, ja, sagen wir, am Fensterrahmen festmachen. Ja, werde ich genauso machen und wenn die anderen nichts sagen, nichts tun, dann tatsächlich auch langsam runterklettern. Gut, erstmal den dritten Stock überprüfen. Auch hier ist Wachspapier vor dem Fenster. Du siehst von innen allerdings Lichtschein, es flackert leicht, entsprechend irgendeiner Art von Flamme und du hörst sehr deutlich, wie Musik gespielt wird und eher gedämpfte Konversation betrieben. Ist Live-Musik, ja? Mhm. Ja,